Hallo ihr Lieben, ich bin heute ohne Sandra unterwegs. Heute bin ich mit Gästen auf einer Tramontana-Tour. Wir gucken uns ein bisschen die Mandelblüten an, die Mandelbäume, die blühen an. Wir sind im alten Herrenhaus La Reixa. Wir fahren noch nach Soyer, nach Dea, nach Valdemossa, nach Son Marotsch, dieser ganz berühmte Aussichtspunkt, wo dieser große Loch im Felsen ist. Und natürlich habe ich die Kamera dabei, um euch ein paar Eindrücke mitzubringen von dieser Tour. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Bilder gefallen, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch und sehr, sehr stark freue ich mich natürlich auch über weitere Abonnenten. Wenn ihr also noch nicht abonniert habt, dann abonniert das Ganze und drückt die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es auf unserem Kanal was Neues gibt. Danke euch, bis bald. Wir sind jetzt hier in Landgut La Reixa, wunderschönes Landgut, das wieder dem Staat gehört und ja, ich bringe euch wieder mal ein paar Eindrücke mit. Der Eingang zum Landgut La Reixa hier. Von wann ist das jetzt hier, diese Gebäude, jetzige? 19. Jahr, oder? Ja. Das berühmte Wasserbecken von La Reixa. Da unten die Mandelbäume, die blühen. Auch sehr schön. Da gab es noch nichts hier mit Toilettenspülern oder Wasserklosett. Ja, aber die Gärtner können was. Es ist richtig schön gepflegt, liegt auch wenig Laub rum. Das ist also wirklich super. Hier wird dann gezeigt, wie die Trockensteinmauern funktionieren. Aber auch toll gemacht hier. Gute Idee alles. Super. Ja, toll gemacht mit den vielen audiovisuellen Inhalten, die es gibt. Ja, wirklich, wirklich schön. Das nächste Mal. Altes eingerichtetes Zimmer. Sieht auch gerade aus wie gemalt, wenn man hier rausschaut. Es sieht aus wie ein Gemälde im Moment. Der Speiseraum der herrschaftlichen Familie. Wahrscheinlich von den Angestellten. Und hier die Küche, wo dann für die Herrschaften gekocht wurde. Das ist eine alte Olivenpresse. Eine schöne große Treppe. Da geht die Treppen hoch in Richtung diesem Turm, der hier oben auf dem Landgut steht. Und hier hinten einen kompletten Blick über die Bucht von Palma. Blick bis aufs Meer. Und wieder ein Tag mit mega Wetter erwischt heute. Auch schön für die Gäste, die dabei sind und heute die Tour mit mir machen.
Wetter passt hundertprozentig. Wirklich perfekt. Und von hier oben sieht plötzlich das Landhaus ganz klein aus. Ja, eine Tropfsteinhöhle gibt es hier auch, eine kleine, ganz, ganz kleine Tropfsteinhöhle. Der ist sogar von oben bis unten durchgewachsen. Da ist die Mandelblüte noch in vollem Gang. Meine Güte, ist alles grün. Alles von vollem Saft. Wunderschön. Und rein in den Aussichtsturm. Und wieder Rückmarsch vom Aussichtspunkt. Also wir können nur jedem empfehlen, der auf Mallorca ist, unbedingt mal hier vorbeikommen, sich die Sachen anschauen. La Reixa, Landgut, ist wirklich auf jeden Fall sehenswert. Das ist eine Zisterne, genau, das ist eine Wasserzisterne für um die, da wird dann oben vom Tramuntana-Gebirge, wird das Wasser gesammelt. Da wird dann das Wasser gesammelt und ja, da sind sogar Fische drin. Aber früher war das, wie gesagt, definitiv auch eine Zisterne, um das Wasser vom Gebirge aufzufangen. Ah, kann es mal richtig mit bewässern. Riesenzisterne. Ich meine, das hier kannst du als See benutzen, das ist ja der Wahnsinn hier. Da, großer Karpfen. Da sind ja große Karpfen, das ist aber, wie gesagt, keine Zisterne mehr. Ich glaube nicht, dass da noch... Da sind riesige Fische drin, ja. Tipptopp. Kann man euch fangen und essen? Oder seid ihr eher Zierkarpfen? Dieses Mal muss ich hier mit dem Rucksack mit dem Picknick herkommen. Hier kann man sie sogar hersetzen. Und meine Güte, das ist doch ein wirklich fantastischer Blick hier. Ja, über die, ich denke mal, dass das früher eine Zisterne war fürs Trinkwasser. Und heute sind hier wirklich auch Fische drin. Warten hier vielleicht Karpfen oder was auch immer es sind gehalten. Und der Blick ist doch sensationell. Wahnsinn. Eine Seite Richtung Meer, andere Seite Richtung Tramuntana-Gebirge. Hier ein schönes Tischchen für ein Picknick. Meine Güte, ganz, ganz toll. Mit der Olivenölpresse, genau. Da ist dann die, wurden früher die Oliven gepresst. So, hier ist jetzt der Zugang zum Innenhof, den wir vorher von oben gesehen haben. Diesen schönen, gepflegten, super gepflegten Garten. Überall wird gebaut, überall wird gepflegt, überall werden Sachen angelegt, ja. Und hier das Herrenhaus von La Reixa in der Außenansicht vom Garten. Tapas essen im Albatros war sehr lecker. Es ist ein Restaurant direkt hier im Hafen. Und ja, tolle Tapas und eine geniale Gin-Karte. Also wenn ihr mal irgendwann hier in Port Azuera seid und eine gute Gin-Karte wollt und auch lokale Gin mit einem Gin-Tonic trinken wollt, Restaurant Albatros hat eine mega tolle Gin-Karte, habe ich vorher festgestellt. Auch immer wieder ein schöner Platz hier. Der Hauptplatz in Soyer selber. Mit dieser sehr, sehr schönen Kirche. Ja. Auch schon hier für Ende Februar gut Bewegung. Also doch schon einiges los hier. Kaffee sind schon voll.
Da stehen dann die Kanonen zur Verteidigung von der. Hier wurde früher die Stadt verteidigt. Die Verteidigungskanonen von der. Noch ein paar Treppen den Berg runter. Doch der. So, und hier bei Son Maroc haben wir den berühmten und häufig fotografierten Lochfelsen. Den wir gerade auch noch anschauen, bevor wir dann noch weiterfahren nach Valldemossa. Etwas diesig heute. Das ist das Herrenhaus hier oben bei dem Aussichtspunkt Son Maroc. Da gibt es natürlich auch noch ein Museum, das ihr besuchen könnt. Da gehen wir jetzt heute nicht rein. Aber auch ganz, ganz gut. Und hier auf dem Parkplatz immer aufpassen. Hier auf dem Parkplatz keine Wertgegenstände im Auto lassen. Da hat uns sogar gerade die Polizei darauf hingewiesen. Alles rausnehmen. Hier werden die Wertgegenstände, typischer Aussichtspunkt, gerne mal aus dem Auto entwendet. Also nichts im Auto lassen, wenn ihr hier oben seid. Die Straße von Valldemossa ist gerade große Baustelle. Darum gehen wir jetzt erstmal durch die Gärten hier, durch die Kirchgärten hoch. Weil vorne kann man, glaube ich, gar nicht laufen. Und dann machen jetzt hier noch einen kleinen Rundgang durch Valldemossa. Ein Winter in Valldemossa. Chopin war ja hier mit George Sand. Die Kirche. Und es ist gerade aufgefallen, gar nicht symmetrisch gebaut. Ja, und dann geht es hier in die Gärten rein. Wie so ein kleiner Irrgarten. Hat natürlich nicht wirklich einen Irrgarten, aber irgendwie so ähnlich gemacht. Hier geht es dann in einen Pavillon. Costa Nord, das Kulturzentrum von Michael Douglas, ist auch hier in Valldemossa. Und hier zum Abschluss nochmal der Blick über Valldemossa. So, ihr Lieben, das war's mal wieder. Heute die Tour mit den Gästen durch das Tramuntana-Gebirge Valldemossa. Wer von euch uns noch nicht abonniert hat, einfach kurz ein Abo geben, würden wir uns riesig freuen. Die Glocke klicken zum Abonnieren und Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss, ihr Lieben. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.